Herzlich willkommen zu unserem 12. Diversity Talk. Was eigentlich der Diversity Talk ist und was wir heute machen, werde ich euch gleich kurz vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle zuschaut und hoffentlich kommen gleich ganz viele Zuschauer und ihr macht alle mit. Da freue ich mich sehr. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin die Julia, ich bin die JHK-Landesleiterin im Saarland. Aber gleichzeitig bin ich in unserer AG Vielfalt und für diese AG bin ich auch heute hier und werde diesen Talk moderieren. Mit mir gemeinsam moderieren wird der Finn, der sich jetzt kurz vorstellen wird. Hallo, ich bin der Finn und ich bin auch in der AG Vielfalt. Ja, vielen Dank, Finn. Ich bin sehr froh, dass du heute nochmal mit dabei bist und freue mich auf eine tolle Moderation. Ja, was ist eigentlich die AG Vielfalt, die ich gerade erwähnt habe, und unser Diversity Talk? Also wir haben vor über einem Jahr die AG Vielfalt gegründet, weil wir gesagt haben, uns ist es wichtig, uns für alle Menschen einzusetzen und uns ist es wichtig, Inklusion voranzutreiben, sowohl im Jugendrotkreuz, aber auch gesellschaftlich. Und eigentlich hatten wir in diesem Jahr super viele Aktionen in der Stadt und in Jugendzentren und so weiter geplant, aber die mussten wir alle absagen. Und daraus ist dieses super Format des Diversity Talks entstanden. Hier in unserem Talk machen wir aufmerksam auf Diversity, also Vielfaltsthemen. Und uns ist es dabei ganz wichtig, mit Menschen zu sprechen und nicht über Menschen. Und ja, heute wird es um das Thema körperliche Behinderung gehen, beziehungsweise Menschen mit körperlicher Behinderung. Und wir haben zwei Experten uns heute eingeladen, die was zu dem Thema sagen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt. Wie heißt ihr? Wer seid ihr? Und warum seid ihr Experte für unseren Talk? Bianca, magst du starten? Ja, hallo. Ich bin die Bianca. Ich bin Experte, weil ich selber eine Körperbehinderung habe, also an den Beinen. Und deswegen aus meiner Perspektive was dazu erzählen kann. Ja, schön, dass du da bist, Gina. Ja, hallo zusammen. Ich bin Gina, noch in der JHK-Bundesleitung und Lehrerin für Kinder und Jugendliche mit Körperbeeinträchtigung. Arbeite also gerade auch an einer Schule mit dem Schwerpunkt KME, also körperlich-motorische Entwicklung, und habe das auch studiert. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Wir freuen uns total. Bevor wir jetzt so mit euren persönlichen Geschichten starten, wollen wir ein paar Begriffe klären und ich übergebe dazu an den Film. Danke. Gina, Frage an dich. Was bedeutet das Wort Behinderung eigentlich? Das ist eine total spannende Frage. Behinderung heißt eigentlich, dass man irgendwie behindert wird, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Das bedeutet, da gibt es verschiedene Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gehindert bin, an meinem sozialen, gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, dann hat es verschiedene Gründe. In diesem Rahmen geht es halt darum, dass man aufgrund einer körperlichen Schädigung, einer Beeinträchtigung, wie auch immer, in welcher Form, auch einer chronischen Krankheit, dann entsprechend nicht am gesellschaftlichen Leben so teilhaben kann, wie es andere Leute tun. Ich finde diese Definition ganz gut. Es gibt da ganz viele andere, finde es aber wichtig, dass man auch wirklich betont, dass es auch ein gesellschaftliches Problem ist, weil es ja auch immer Möglichkeiten gibt, eine Behinderung, also dieses Behindertwerden, auszugleichen zum Beispiel, um dann genauso wieder voll teilhaben zu können wie alle anderen und wie das dann halt ja, demjenigen entspricht, der es auch gerne machen möchte. Und was sind die Behindertenrechtskonventionen und welche Rechte ergeben sich daraus? Bei der Behindertenrechtskonvention geht es halt darum, sich auch einzusetzen für Menschen mit Beeinträchtigungen und da auch entsprechend zu sagen, okay, was sind da entsprechend die Punkte, die halt wirklich alle Menschen entsprechend ja, brauchen. Und das ist ein, ja, da sind halt verschiedene Rechte aufgelistet worden, gerade wie diese Teilhabe und wie verschiedene Punkte, die man da besprochen hat, damit es einfach möglich ist, dass alle am gesellschaftlichen Leben gleich teilhaben können. Und da ergibt sich für uns ziemlich viel, weil der Begriff Behinderung ist unfassbar vielfältig.
Und da geht es wirklich darum, dann zu sagen, wie schafft man es denn, auch diese Möglichkeit der Teilhabe auf allen Ebenen überall reinsetzen zu können. Das bedeutet auch, wie ist denn das mit der Beschulung? Damit hat es angefangen, gerade für junge Menschen. Wie sieht es aus mit der Freizeitgestaltung? Was ist mit der politischen Teilhabe? Wenn man mal zurückblickt, durften Menschen mit Beeinträchtigung früher auch nicht wählen. Sie durften nicht ihre Berufe wählen, wie sie wollten, haben ganz, ganz anderes Gehalt bekommen, ganz andere Möglichkeiten, beziehungsweise ihnen wurde ganz, ganz viel verwehrt, wurden geschichtlich auch viel zur Schau gestellt. Dann gab es so diese Kuriositäten-Ausstellungen, es gab Zirkusse mit Menschen, also etwas, was für uns Gott sei Dank mittlerweile unvorstellbar ist, gab es damals halt noch nicht. Und die Behindertenrechtskonvention ist halt das, was sie sagt. Sie setzt sich halt dafür ein, um Menschen mit Beeinträchtigung da auch zu stützen, ihnen die Rechte zu geben, und ist ratifiziert durch ganz, ganz viele Länder. Und halt das, was wo wir uns halt auf allen Ebenen, auch in verschiedenen Ländern geeinigt haben. Bianca, gibt es eine Besonderheit? Und wenn ja, was ist denn die Besonderheit einer Gehbehinderung? Ob es da eine Besonderheit im Speziellen gibt, weiß ich jetzt nicht, würde ich eher Nein sagen. Es ist halt einfach so, also es fällt direkt auf, weil natürlich, wenn man geht, ist da halt ein anderes Gangbild als normal, sage ich jetzt mal. Und im Alltag kann es eventuell, je nachdem, was es ist, ein bisschen mehr einschränken als jetzt eine andere Beeinträchtigung. Okay. Vielen Dank schon mal. Ich glaube, jetzt sind wir so begrifflich zumindest auf einem Level und alle wissen, worüber wir heute sprechen. Ich sehe gerade, die Zuschauerzahlen sind auch schon ordentlich gestiegen. Ihr dürft gerne Kommentare oder Fragen einfach reinstellen. Wir versuchen die dann im Talk zu beantworten. Also schreibt uns einfach und wir gehen dann drauf ein. Ja, Bianca, du hast ja gerade gesagt, du hast eine Gehbehinderung. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Also ich habe eine spastische Tetraparese. Ich habe die seit Geburt an. Ich kam so früh auf die Welt und man sagt so schön, kindlicher Hirnschaden. Dadurch hat sich halt mein Gangbild entwickelt. Ja, das ist so das Hauptsächliche, wodurch sich das auszeichnet. Okay, Hirnschaden hört sich natürlich schon krass an. Heftig. Ja, magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie sich dein Alltag so gestaltet und mit welchen Einschränkungen du vielleicht lebst oder auch nicht lebst? Also mein Alltag ist eigentlich, sehe ich, relativ normal. Ich gehe arbeiten, wie jeder von euch, denke ich. So kann ich den ganz normal gestalten. Ich habe Hobbys, ich treffe mich mit Freunden. Der einzige Unterschied, sage ich jetzt mal, dass ich halt zweimal in der Woche zur Physiotherapie muss. Aber das ist jetzt so nichts Besonderes. Und ansonsten ist es einen ganz normalen Alltag, würde ich jetzt behaupten. Okay, super. Wie sieht es so mit deinem Umfeld aus? Also gibt es da manchmal Reaktionen, die komisch sind, oder wirst du ganz normal behandelt? Was erlebst du da? Von meinem direkten Umfeld behandelt mich jeder so normal, weil kennt ja jeder, ich sag mal so, meine Familie ist damit genauso groß geworden wie ich. Meine Freunde auch, weil die mich ja auch so kennengelernt haben. Wenn ich jetzt so weggehe, also mittlerweile geht's, als Kind war das so ein bisschen schwieriger, da kommen schon manchmal irgendwie blöde Blicke oder halt mal ein dummer Spruch, aber ansonsten von meinem engeren Umfeld alles ganz normal. Okay, das freut mich auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus, wenn du Leute neu kennenlernst? Sprechen die dich darauf an oder tun die so, als würden sie es nicht sehen, oder wie ist der Umgang damit? Ist immer unterschiedlich, kommt auf die Person, denke ich, an, weil bei manchen ist es so, die direkt einen drauf ansprechen, was mir ehrlich gesagt auch ein bisschen lieber ist, weil lieber fragt man mich, dann kann man die Sache halt direkt klären, und als wenn man das so hintenrum macht. Andere trauen sich gar nicht zu fragen, weil ich glaube, das ist immer noch so eine Hemmung, wo man sich halt denkt so, oh Gott, nee, möchte ich jetzt nicht ansprechen, macht man ja nicht.
Ja, und manche versuchen es zu ignorieren, aber was dann so durch Blicke oder so, wo man dann schon merkt, okay, es wird jetzt doch nicht so ignoriert, aber sich dann nicht getraut wird, einfach zu fragen, was eigentlich los ist. Ja, das finde ich schon mal ein super Statement von dir. Das würde ich auch gerne nochmal unterstützen, dass man einfach mal fragen soll, es ansprechen soll, statt irgendwie selbst nicht zu wissen, was los ist, hintenrum irgendwie was zu machen oder dann irgendwie ins Lästern zu kommen oder so. Ich glaube, das ist immer der direkte Weg, ist einfach der beste Weg, wenn man jemanden kennenlernt, der eine Beeinträchtigung hat, jetzt egal auf welcher Ebene, einfach mal ansprechen, fragen, was ist los, wie soll ich damit umgehen, wenn ich vielleicht selber unsicher bin, als irgendwas hintenrum zu starten. Ja, du hast gerade erzählt von deiner Kindheit, dass da mal blöde Sprüche kommen oder kamen. Wurdest du denn jetzt auch als Erwachsener oder als Jugendlicher schon mal verbal oder vielleicht auch körperlich attackiert aufgrund deiner Gehbehinderung? Also körperlich jetzt Gott sei Dank noch nicht. Verbal schon, also was heißt attackiert, finde ich jetzt ein bisschen hart. War bei mir jetzt Gott sei Dank halt nicht der Fall, sondern halt eher, ja, dass mal einfach blöde Sprüche so kamen und sich halt lustig gemacht wurde. Aber ich glaube auch eher von Erwachsenen, komischerweise. Also bei Kindern fand ich, ist es eher klar, dass da mal blöd geguckt wird, aber wenn man dann sagt, okay, das und das ist, dann verstehen die das. Und bei Erwachsenen ist es dann eher so, wo so, glaube ich, ein bisschen das Verständnis dafür fehlt. Okay, das ist ja auf jeden Fall spannend. Also das hört man ja immer, dass Kinder da so ein bisschen unvoreingenommener sind, aber dass auch du das so erlebst, finde ich auf jeden Fall total interessant. Kannst du was dazu sagen, wie man sich in solchen Situationen fühlt, wenn man dumme Sprüche erntet oder auch Blicke bekommt? Ich bin jetzt Gott sei Dank ein Mensch, wo mir das relativ wenig ausmacht, weil ich das halt einfach von Geburt an habe. Ich bin es halt so gewöhnt und ich auch immer Familie und Freunde hatte, die halt komplett hinter mir gestanden haben. Aber es ist schon blöd. Also in manchen Situationen, wo man sich denkt, so müsste jetzt ja eigentlich nicht sein. Es ist nicht sehr schön. Also es fühlt sich jetzt nicht, man freut sich nicht unbedingt über sowas. Ja, das denke ich, sollte klar sein, dass sowas nicht schön ist. Ja, aber zum Glück hast du ja noch nicht, sage ich jetzt mal, eine körperliche Attacke oder so erlebt. Trotzdem können ja aber auch Blicke und Sprüche verletzen. Deswegen für alle, die jetzt zuschauen, wenn ihr sowas mal mitbekommt oder selber mal so einen Blick oder Spruch gemacht habt, überlegt euch bitte nächstes Mal, ob das vielleicht euren Gegenüber verletzt oder wenn ihr es mitbekommt, schreitet auch ein und sagt was und sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, eine ein bisschen tricky Frage, Bianca. Wie sieht es denn aus? Wurdest du aufgrund deiner Beeinträchtigung schon mal benachteiligt? Also zum Beispiel in der Schule oder bei der Jobsuche oder in der Freizeit, hast du sowas erlebt? In der Schule jetzt eigentlich eher weniger, weil ich da auch eigentlich immer Lehrer hatte, die dafür zum größten Teil Verständnis hatten. In der Freizeit, dass oft davon ausgegangen wird, dass ich Dinge nicht kann, obwohl ich mir denke, man könnte ja mich auch einfach mal fragen. Also es wird so im Vorhinein davon ausgegangen, okay, das wird eh nicht funktionieren, das klappt nicht. Da würde ich mir wünschen, dass man eher auf die Leute zugeht und mal nachfragt, ob das überhaupt machbar ist, weil ich mir denke, ich weiß ja am besten, was funktioniert, als jetzt ein Außenstehender. Ganz extrem merkt man es meiner Meinung nach bei der Jobsuche. Also da sind halt schon Vorurteile da und das halt, also die nicht unbedingt direkt kommuniziert werden, aber so ja durch die Blume, dass man da das halt dann so mitkriegt. Ja, also ganz zwei spannende Sachen, die du sagst. Einmal, dass andere Leute meinen, sie können besser entscheiden als du selbst. Das erlebe ich auch immer, dass Menschen irgendwie denken, sie wissen es besser als der Betroffene. Und auf der Arbeit, das ist natürlich heftig. Also ich glaube, da sollten wir uns auch als Jugendverband nochmal stark machen und zeigen, dass sowas halt nicht geht und wir eigentlich eine Gleichstellung haben und auch dazu verpflichtet sind, aber viele Arbeitgeber das halt einfach nicht einhalten. Ja, und letzte Frage, vorerst zumindest. Hast du dir manchmal ein Leben ohne deine Beeinträchtigung gewünscht? Ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil ich einfach nicht weiß, wie es ist halt ohne.
da ich es halt immer habe und so gewöhnt bin, finde ich schwierig. Ich glaube, in manchen Situationen schon, weil es manchmal echt nervig sein kann, aber im größten Teil eigentlich nicht, weil ich habe mich damit arrangiert und im Großen und Ganzen komme ich damit super zurecht und deswegen, glaube ich, gehört es einfach irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, ich weiß, die Frage war ein bisschen provokativ und mir war klar, dass die schwierig zu beantworten ist. Ich finde aber deine Antwort super, dass du sagst, es gehört zu mir und ich bin halt so. Ich glaube, das ist ein gutes Statement, was an alle Zuschauer auch gehen sollte und was sich jeder auf die Fahne schreiben sollte. Vielen Dank erstmal. Wir kommen nachher nochmal zu dir zurück. Haben da noch ein paar Fragen für dich. Gina, du arbeitest ja als Förderschullehrerin mit Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Ja, das ist total spannend und total vielfältig. Also zum einen ist es ja so, dass wir auch im Rahmen jetzt von Inklusion und Inklusion an Schulen natürlich auch gucken, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler auch an den normalen, an den allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. Das ist aber ganz oft einfach schon aufgrund von baulichen Sachen nicht möglich. Oder ganz, ganz oft ist es so, dass gerade bei den Körperbeeinträchtigungen auch manche weitere Erkrankungen, Beeinträchtigungen mit dazukommen. Und das macht es natürlich schwierig, genauso wie chronische Erkrankungen. Also ich kenne zum Beispiel einige Schüler, die haben einfach sehr starke Stoffwechselerkrankungen. Das zählt auch als Körperbeeinträchtigung, als Körperbehinderung. Und die müssen halt sehr oft gespritzt werden, haben vielleicht eine Magensonde oder sonstige Sachen. Und das kann einfach eine allgemeine Schule nicht leisten. Und von daher ist so das Erste auch, was ich gelernt habe und immer wieder lerne, dass eine Körperbehinderung einfach nicht gleich eine Körperbehinderung ist, sondern hochgradig individuell und immer unfassbar unterschiedlich ausgeprägt ist. Also nur weil ich jetzt im Rollstuhl sitze oder so zum Beispiel, ganz, ganz grob gesehen, heißt es halt noch bei weitem nicht, dass es die gleichen Ursachen hat oder die gleichen Ausprägungen. Das bedeutet, man muss halt immer wissen, dass es so individuell ist, dass man wirklich auf jeden Einzelnen schaut. Und da ist das, Bianca, was du gesagt hast, einfach ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch ist einfach Experte für seinen eigenen Körper. Also niemand kann das besser sagen als ich, wie es jetzt meinem Körper geht und was ich jetzt kann oder nicht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung, die man von Anfang an haben muss und die man von Anfang an einfach wirklich als Innerstes sehen muss. Und das ist halt der spannendste und wichtigste Punkt, den ich auch jetzt immer wieder lerne und der mich auch immer wieder erstaunt und total spannend ist. Ja, vielen Dank. Bevor wir zu deinen Schülerinnen kommen, kommt hier eine Zuschauerfrage an dich persönlich, liebe Gina. Und zwar, wolltest du diesen Beruf schon immer ausüben oder hast du vielleicht auch später mal vor, in einer Regelschule zu unterrichten? Das ist total spannend. Ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden und in Anführungszeichen schon gar nicht an einer Schule oder schon gar nicht Sonderpädagogik machen. Da bin ich in der Oberstufe in der Berufsberatung drauf gekommen, weil mich ein Lehrer dann in dem Rahmen angesprochen hat und gesagt hat, hör mal Gina, du machst auch so viel im Schulsanitätsdienst und mit Gruppen, hast du nicht Lust, Lehrerin zu werden? Da habe ich ihm gesagt, ja, wissen Sie, habe ich mir Gedanken drüber gemacht, aber mal ganz ehrlich, jetzt so, ich kenne ja das Gymnasium, ich kenne die Grundschule, da mache ich ja alle 2 oder alle 4 Jahre das Gleiche. Das fände ich am Anfang cool, da würde ich mir ganz tolle Sachen überlegen. Und danach hätte ich ja keinen Bock mehr drauf. War so, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, so Schulsystem an sich finde ich auch jetzt nicht ganz so gelungen, ist schwierig. Und dann hat er gesagt, hör mal, wie wäre es denn mit Sonderpädagogik? Und ich bin bis dahin nie wirklich mit diesem Thema oder überhaupt damit so in Berührung gekommen, weil ich gar nicht so viel damit zu tun hatte. Und bin freigestellt worden von der Schule und habe ein Praktikum gemacht von einer Woche. Und dann habe ich gesehen, wie Lehrkräfte dann halt mit den Schülerinnen und Schülern entsprechend so gearbeitet haben, hochgradig individuell und wirklich darauf bezogen, was einfach die Fähigkeiten und Fertigkeiten der jeweiligen, des jeweiligen Kindes oder der jeweiligen Schülerin sind,
dass ich davon so fasziniert war. Und dann habe ich nach dem Abitur ein 4 Monate langes Praktikum gemacht. Total spannend, an einer Schule für geistige Entwicklung. Und habe es geliebt. Und von daher, und danach stand es fest. Also ich wollte wirklich nur noch Sonderpädagogik machen, war total begeistert von dieser Vielfältigkeit und auch dieser Möglichkeit, ohne Druck einfach wirklich das zu erreichen, was für den Schüler oder für die Schülerin am besten ist. Und das fand ich total spannend. Ich habe aber jetzt, deshalb bin ich auch erst jetzt im Referendariat, 5 Jahre an einer Grundschule gearbeitet. Das bedeutet, da war ich halt gar nicht als Sonderpädagogin drin, sondern ich war auch ganz normal Klassenlehrerin, hatte verschiedene Klassen, hatte einmal eine Klasse für Deutsch als Zweitsprache quasi, also für SchülerInnen, die halt geflüchtet sind. Und es war auch total spannend und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich studiere Mathe, Chemie und Physik, beziehungsweise bin ja fertig, habe es studiert. Ich könnte bis zur Sekundarstufe 1, also bis nach dem 10. Schuljahr, alle Klassen unterrichten. Die Kompetenz habe ich. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, ob ich an eine allgemeine Schule gehen wollen würde, weil ich gerade den Schwerpunkt, ich arbeite jetzt gerade, bin ich in der Abschlussstufe, heißt das bei uns, die sind also alle 15, 16 Jahre alt und das macht mir unfassbar Spaß und ich finde es toll, wirklich jeden Tag aufs Neue zu gucken, hey, was kann ich denn für den Schüler, für die Schülerin erreichen? Das finde ich super. Jetzt sind die Corona-Regeln ganz minimal gelockert worden, insofern, dass ich jetzt auch mit einer gewissen Stundenzahl an die Hauptschule gehe, die nebenan ist. Da stelle ich halt immer wieder fest, das sind halt 30 SchülerInnen. Ein überforderter Lehrer, da bin ich als Sonderpädagogin, der einfach sagt, ja, es sind halt 30. Wenn ich für 25 es schaffe oder für 20 den Unterricht hinzubekommen, dann mache ich das auch und dann freue ich mich darüber. Dann gehen ihm aber tatsächlich 5 bis 10 dann verloren. Und das merkt man auch und das merkt man dann halt auch so in der Klasse. Und der Lehrer ist total motiviert, der möchte gerne, kann aber halt nicht anders, weil er diese Regularien hat. Und das finde ich, das tut mir dann halt in der Seele weh, wo ich dann sage, wissen Sie, dafür bin ich ja jetzt da, wenn auch nur in einer ganz begrenzten Stundenzahl, um diesen Kindern oder diesen jungen Menschen dann entsprechend auch zu helfen. Aber Förderschule ist halt schon da was anderes. Ja, genau. Entschuldigung für die lange Antwort. Gar kein Problem. Es ist spannend, deinen Werdegang zu hören. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu deinen SchülerInnen. Wie gehen sie denn mit ihren körperlichen Beeinträchtigungen um? Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ganz offen. Also das machen wir komplett in der Schule. Es war halt auch in der anderen Schule oder in allen Schulen jetzt, wo ich war, ging es wirklich darum, das zu thematisieren, weil jeder hat besondere Bedürfnisse und das ist auf ganz unterschiedlichen Leveln. Manche müssen regelmäßig Tabletten einnehmen, manche brauchen eine Krankenschwester, die dann vorbeikommt, um irgendwas zu spritzen, Sachen auszutauschen. Es gibt einen unterschiedlichen Pflegebedarf. Das heißt, wir reden quasi auch damit und planen das auch in den Unterricht ja ein, wann welche Schülerin auf Toilette geht, weil sie dann einfach in die Pflege gehen. Das kennt man halt so nicht, da spricht man halt so nicht drüber, aber es ist total spannend und ich finde auch unfassbar wichtig, weil es gehört halt dazu, es ist ein wichtiger Teil des Lebens, das auszublenden und dann einfach nicht drüber sprechen zu wollen oder zu hören, ja, das ist, da muss man sich für schämen, das finde ich falsch. Und ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, alle Behinderungsbilder oder Beeinträchtigungsbilder sind total unterschiedlich. Da gehen die SchülerInnen unter sich, richtig gut mit um, weil es gehört halt dazu. Und jeder weiß, ja, ich habe halt was anderes. Die einen haben Orthesen, also quasi so Stützen, um besser laufen zu können. Die anderen brauchen halt einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe, die ja eigentlich in Anführungszeichen nur für alte Leute ist. Wieder andere haben aber gar keinen Gleichgewichtssinn und kippen halt, also könnten halt theoretisch, wenn sie sich auf einem Bein hinstellen, quasi umkippen oder andere brauchen ganz andere Formen von Unterstützung oder können einfach kognitiv nicht so viel mithalten. Und da wird ganz, ganz offen drüber gesprochen, auch wer was kann und wie man wen in welchen Bereichen fördern kann. Und das ist, finde ich, ein sehr toller Weg, der halt auch wirklich da ist, auch das Selbstbewusstsein zu fördern.
Ja, es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr positiv an. Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, gibt es denn trotzdem Einschränkungen in der Schule, die die Jugendlichen erleben, oder können die ganz normal an ihren individuellen Lernzielen arbeiten? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir versuchen natürlich, das so individuell wie möglich zu machen und da auch ganz offen mit umzugehen. Aber auch da fällt es zum Beispiel jetzt gerade mit der Corona-Zeit einfach massiv schwer, weil ganz viele Sachen einfach nicht möglich sind. Gleichzeitig darf man halt nicht vergessen, dass auch solche Förderschulen auch schon eine Art Blase sind. Ne? Also das bedeutet, da sind halt jetzt nur Menschen, oder in Anführungszeichen nur, ne? Aber so also alle SchülerInnen haben halt jeweils eine Beeinträchtigung. Und da sind sie den ganzen Tag und haben da dann natürlich auch ihre Freunde, ihre Freundeskreise und sind dann da in einer Art ja geschützter, gesonderter Raum. Die dann natürlich es dann vielleicht auch schwierig macht, ja da entsprechend dann wieder rauszukommen oder später in die Arbeitswelt zu starten. Für die, die dann sagen, ich möchte gerne also wirklich nicht in eine Werkstatt gehen, sondern eine Ausbildung machen oder auf einem zweiten Bildungsweg oder wie auch immer zum Beispiel jetzt meinen Hauptschul-Realschulabschluss zu machen oder weiterzugehen. Das ist da natürlich dann auch ein bisschen schwierig. Von daher würde ich sagen, in der Schule selbst gibt es möglichst wenig Einschränkungen. Mit der Einschränkung, dass die Schule selber zum Beispiel eine Blase ist. Und wenn man dann zum Beispiel seine Freunde treffen möchte, die Schule ist halt, sind halt meistens für ein ganzes Kreisgebiet zuständig, dann fährt man halt nicht nur mal eben 5 Minuten oder der wohnt halt nicht in der Nachbarschaft, sondern die Konsequenz ist, ich muss vielleicht auch sogar insgesamt 1 Stunde fahren, um den zu besuchen. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Okay, ich verstehe. Also es hat Vorteile, aber auch gewisse Einschränkungen. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Thema Diskriminierung? Also gibt es Schülerinnen, die dir berichten, dass sie diskriminiert werden in der Schule oder auch außerhalb der Schule? Und wie geht es ihnen damit, wenn dir sowas berichtet wird? Wie fühlen sie sich dabei? Wie ist der Umgang damit? Ja, Bianca hat es ja gerade dann auch schon gesagt, manchmal fallen blöde Sprüche, manchmal schaut einen dann jemand auch blöd an. Gerade was den Bereich auch so Körperbeeinträchtigung geht, ist es dann halt auch manchmal so, wenn zum Beispiel SchülerInnen halt eine Gehhilfe benutzen, man ihnen aber sonst in Anführungszeichen auch nichts ansieht. Ne? Und dann sagt man so, ach Mensch, warum nimmst du denn hier so ein Ding, das nimmt bei meine Oma auch? Oder solche Sachen, wenn sie dann so einkaufen gehen oder... Dann auch zum Beispiel gibt es halt die Möglichkeit, also gibt es halt auch welche, die nicht gut laufen können, was man dann halt sieht und wo man dann halt irgendwie gefühlt rumläuft, als wäre jemand betrunken, also so schwankend läuft oder das ist ein Wording, das finde ich ganz, ganz furchtbar, das wird in der Medizin tatsächlich benutzt, ist ein Watschelgang. Also wenn sie dann einfach dann wirklich so von links nach rechts dann gehen. Und das finde ich, ist auch schon wieder, sieht man dann ein großes gesellschaftliches Problem, weil in den ganzen auch medizinischen Sachen gibt es halt solche Begriffe, mit denen man dann solche Sachen gelernt bekommt. Also wo ich mir halt denke, so einen Gang so zu beschreiben, das ist halt schon negativ konnotiert. Also ist wirklich so, ist wirklich so nichts Schönes. Das bedeutet, wenn man sich das dann anliest, sich damit beschäftigt, will man halt sowas jetzt auch nicht unbedingt hören. Und so wird auch unsere Gesellschaft halt damit konfrontiert. In der Schule selber kommt es auch oft zu Streitereien oder zu Reibereien. Im normalen Bereich, wie das halt Kinder und Jugendliche tun. Also die gehen sich halt gegenseitig auch mal echt auf die Nerven oder sind sauer aufeinander. Oder auch einfach mal gemein und halten sich dann schon manchmal andere Dinge vor. Allerdings, wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht das, was Körperbeeinträchtigung angeht, weil sie halt ganz genau wissen, naja gut, die Frage ist halt, was sollen sie sagen? So, hey, bist du behindert? Ne, der andere ist es auch. Also ist manchmal machen sie das aus Spaß oder nutzen auch diese Frage dann einfach umgangssprachlich, weil auch das hört man ja auch immer.
das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, sondern wirklich andere Sachen, wenn sie sich halt wirklich gegenseitig auf die Nerven gehen quasi. Ja, also sehr vielfältig, leider auch noch im Bereich Diskriminierung und Benachteiligung. Ja, diese normalen Streitereien zwischen Jugendlichen, ich denke, die kennen wir alle. Die haben vielleicht nicht unbedingt was mit Gehbehinderung oder körperlicher Beeinträchtigung zu tun. Aber spannend ist trotzdem diese Frage, bist du behindert oder so, auch mal als umgangssprachliche Floskel irgendwie verwendet wird. Das kennen wir ja von Regelschulen auch, aber dass es auch an der Förderschule so ist, finde ich ja spannend. Wir haben jetzt über Schüler und dich als Lehrerin geredet. Wie sieht es denn eigentlich mit den Eltern aus? Wie gehen die denn eigentlich mit den Beeinträchtigungen ihrer Kinder um? Gibt es da Unterschiede oder sind alle total offen? Erzähl doch mal. Ja, ist total unterschiedlich, ist genauso unterschiedlich, wie Lehrkräfte auch so damit umgehen. Jeder ist ja auch vom Typ anders. Und ich finde aber gerade bei Eltern darf man halt nie vergessen, dass der Weg, den sie bis dahin gegangen sind, halt kein in Anführungszeichen normaler Weg war. Also die meisten auch Körperbeeinträchtigungen geschehen erst bei der Geburt zum Beispiel. Das heißt, es kommt immer irgendein Ereignis oder zu großen Teilen ein Ereignis, was dann auch wirklich über Überleben und Tod des Kindes entscheidet oder entscheiden kann oder halt wirklich hochgradig emotional ist und nichts, wo man sagt, aha, das ist quasi in Anführungszeichen von Anfang an geplant. Und dann ist es nicht nur dieses Emotionale, sondern es ist auch alles drumherum. Also auch die Frage mit der Krankenversicherung. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Säugling, beziehungsweise war schon 6 Monate alt, also ein Baby, das auch eine Beeinträchtigung hatte. Und wir wollten für dieses Kind ein Sitzkissen haben, als Pflegefamilie. Wir wollten ein Sitzkissen haben. Dieses Sitzkissen hat 100 Euro gekostet, damit das Kind einfach nicht immer nur im Maxi-Cosi sitzt, sondern dann halt in diesem Sitzkissen, ne, auf dem Tisch dann sitzen kann und dann ganz genau gucken kann, was wir machen kann. Und die Krankenkasse hat das abgelehnt, weil die gesagt haben, ja Mensch, der ist ja so stark behindert, das kriegt der bestimmt gar nicht mit. Und wir haben das dann selber gekauft und haben aber gesagt, aus Prinzip kämpfen wir jetzt einfach dafür, weil es kann ja nicht sein, dass man solche Aussagen hört von Leuten, die keine Ahnung haben und die dann glauben, was dann wie gut ist und dann wirklich da nochmal jeden Cent auf die Goldwaage legen. Und wenn ich mir vorstelle, das wäre dann auch noch mein Kind, ist es natürlich was auch hochgradig emotional ist, wo Eltern von Anfang an wirklich für die Rechte ihrer Kinder kämpfen müssen. Und das führt dann halt auch oft dazu, dass sie erstens, auch wenn sie dann ihr Kind in die Schule geben müssen, gelernt haben, dass, also ich muss dann halt mein Kind abgeben in fremde Hände und unter Umständen kann mein Kind mir gar nicht so gut sagen, ob das jetzt gut war in der Schule oder nicht. Das ist eine ganz schwierige Sache, ne? Also die anderen müssen das ja genauso gut können wie ich in der Zeit. Und das manchmal sorgt es dann dafür, dass sie dann halt ihre Kinder auch ein bisschen überbehüten. Ein bisschen mehr quasi als vielleicht dann so die Helikoptereltern, die man dann eh schon kennt, einfach auch aus Angst. Und die muss man dann halt auch den Eltern erstmal nehmen und auch sagen, das ist jetzt, ich sage ja, ich bin gerade in der Abschlussstufe, wir sind halt 15, 16, auch mit den Kindern dann aufarbeiten, hey, sprich doch mal mit deinen Eltern, ne? So, die möchten jetzt auch gerne selbstständiger werden und können das auch. Um das dann aber auch gemeinsam mit den Eltern dann zu machen. Gleichzeitig ist es aber auch zeitlich und überhaupt vom manchen auch Pflegeaufwand, organisatorischen Aufwand oft was ganz anderes. Also es macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich mal eben schnell quasi irgendwo hinfahre, dann einen großen, keine Ahnung, einen Rollstuhl mitnehme, ganz viele andere Sachen mitnehme oder nicht. Das heißt, da lernt man auch gerade als Eltern Organisationstalent Deluxe zu werden quasi und dann noch zu gucken, was man wie möglich machen kann. Das ist ja sehr, sehr spannend und
Ja, auch eine sehr, sehr große, starke Leistung. Auch zum Beispiel gerade während Corona, weil ganz viele Therapien, die halt sonst auch in der Schule stattfinden, wie halt so Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und so weiter, das haben wir extra in der Schule, damit auch dann die Eltern nachmittags auch nicht mehr so einen großen Aufwand haben, hin und her zu fahren und die SchülerInnen dann auch meist einfach, also ich meine, wenn du bis 16 Uhr Schule hast, bist du auch platt danach. Dass man das in der Schule hat. Während Corona gab es das aber nicht. Das heißt, das haben die Eltern auch mit übernommen und haben dann nicht nur zwischenzeitlich in SchülerInnen-Chats dann mit den Lehrern gesprochen, sondern haben dann auch wirklich dafür gesorgt, dass sich die SchülerInnen, dass sie einfach gut, durchgehend gut gepflegt werden, dass die, dass man auch alle Krankengymnastik-Sachen macht, alle Bewegungen macht und so weiter. Das ist schon eine immense Leistung. Ja, auf jeden Fall. Also das sollten wir auf gar keinen Fall verkennen, sondern ja, auch allen Eltern Danke sagen, dass ihr euch so gut in dieser Zeit um eure Kinder gekümmert habt und noch weiterhin kümmert. Du hast vorhin auch gesagt, dass LehrerInnen ja auch natürlich unterschiedlich damit umgehen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, auch zum Unterschied, wie gehen Förderschullehrerinnen damit um oder auch RegelschullehrerInnen? Ja, natürlich als Förderschullehrerin hab ich das gelernt. Ich hab das studiert. Ich weiß, worauf ich bei manchen Sachen achten muss. Ich habe quasi nicht ein halbes Medizinstudium, das wäre übertrieben, aber hat ganz viele Sachen auch zum Thema Beeinträchtigungen gelernt und auch, was man da entsprechend machen kann, wie man darauf eingeht und auch einfach mich insofern damit beschäftigt, dass ich dann halt auch ziemlich einfach auch weiß, okay, ich frage einfach mal. Das ist manchmal der Schlüssel zu allem, um dann zu überlegen, okay, wenn es jetzt so und so ist, was passt denn gut, wie machen wir das? Und einfach diesen Mut zu haben, einfach gemeinsam auch auszuprobieren, wie der Weg ist, wie ich am besten lernen kann als SchülerInnen, wie ich am besten, welche Sachen ich brauche, wie mein Material aussehen muss. Dafür, das ist halt an der Regelschule oft ein bisschen anders und schwieriger, einfach weil es mehr Schüler sind und weil man diesen Blick dann auch einfach erstmal haben muss und einfach auch weiß, welche Struktur ich denn haben kann, wie gehe ich vor. Ist vielleicht auch gleich nochmal eine Frage an Bianca, wie sie das so erlebt hat mit ihren Lehrkräften. Und natürlich gibt es da auch verschiedene LehrerInnen-Typen. Manche sorgen dafür, dass sie dann wirklich ganz, ganz behütet sind und sich nicht so viel, also nicht so viel Sorgen machen müssen und dann wirklich sich so ganz frei entfalten können, sagen wir es mal so. Und dann gibt es auch welche, die sagen, okay, manchmal schmeißen wir euch auch vielleicht ein bisschen mehr ins kalte Wasser und gucken dann einfach mal, wie ihr das lernt, auch noch mehr. Ja, so dieses Selbstbewusstsein zu fördern und einfach mal zu gucken, wie geht ihr denn auch mal in Situationen ja, damit um, die vielleicht nicht ganz so wohlbehütet sind. Das hat auch dann auch damit zu tun, wie steige ich denn in welche Berufe ein? Ne? Wenn ich jetzt sage, wir möchten auf den ersten Bildungsmarkt gehen, wie machen wir das denn? Oder wenn die SchülerInnen dann zu mir kommen und sagen, oh, ich würde so gerne mit dem Bus zur Schule kommen. Meine Mama sagt aber nein, ich glaube aber, ich kann das, dass man dann dafür sorgt, dass man sagt, ja, dann mach es doch. Und selbst wenn man auch als LehrerIn dann vielleicht zwischenzeitlich heimlich nachmittags mitfährt, wenn der Schüler mit dem Bus nach Hause fährt und morgens die Eltern einfach mal hinfahren, um wirklich zu gucken, wie läuft denn das, um im Falle des Falles da zu sein. Aber sie zu bekräftigen, das halt zu tun. Und im schlimmsten Fall stehen sie halt an der Bushaltestelle, haben sich halt blöd verquatscht, verpassen ihren Bus und stehen dann da halt eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das passiert halt jedem Mal. Da muss man halt durch. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine spannende Konsequenz, die aber einfach jedes Kind, jeder junge Mensch halt lernen muss. Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde gerade deine Frage an Bianca nochmal zurückspiegeln. Bianca, wie war es bei dir mit deinen LehrerInnen? Wie haben die so auf dich reagiert oder auf deine Beeinträchtigungen? Gab es da Unterschiede oder waren die alle sehr freundlich, sage ich mal, oder human dir gegenüber? Ja, also ich muss dazu sagen, ich war auf einer Regelschule und ich hatte in der Grundschule eine sehr behütende Klassenlehrerin, sage ich mal so, was mich als Kind ein bisschen genervt hat, weil die das nämlich so gemacht hat,
Sie hat mich dann immer gefragt, ob ich jetzt beim Wandertag oder so mitgehen könnte, wo ich mir dann gedacht habe, wieso fragt die mich? Weil als Kind habe ich gedacht, nur ich werde gefragt, die anderen irgendwie nicht. Und habe mich dann bei meinen Eltern beschwert. Und die hatten dann mit der Lehrerin gesprochen. Und im Endeffekt war es dann so, dass die Lehrerin mich nicht mehr gefragt hat, sondern bei meinen Eltern dann angerufen hat, ob das dann funktioniert. Okay, dann habe ich das halt nicht mehr mitbekommen. Aber ansonsten hatte ich schon Lehrer, die versucht haben, dass ich ganz normal im Klassenverband mitlaufe und normal behandelt werde. Die zwar schon Rücksicht drauf genommen haben, vor allem jetzt so beim Sportunterricht. Es gibt halt einfach Dinge, die ich aufgrund von meiner Beeinträchtigung halt nicht kann. Aber da wird schon Rücksicht drauf genommen, aber jetzt auch nicht in der Form, sodass ich bevorzugt behandelt worden wäre, was ich persönlich auch jetzt nicht gewollt hätte, womit ich nicht so klargekommen wäre. Das hört sich ja gut an. Da scheinst du ja kompetente Lehrer gehabt zu haben. Hier ist gerade noch eine Zuschauerfrage für dich reingekommen. Und bevor ich die stelle, nochmal der Hinweis an alle, wer noch Fragen hat, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir fügen das dann hier ein und beantworten die, soweit es geht. Und die Frage ist, Bianca, hat dich deine Körperbehinderung in deiner Berufswahl eingeschränkt oder sogar geprägt? Ja, also eingeschränkt auf jeden Fall, weil es halt Sachen gibt, die ich nicht machen kann. Also ich hätte jetzt nichts machen können, wo ich den ganzen Tag stehen muss, wo ich viel laufen muss. Also so ein Handwerk wäre jetzt für mich nicht in Frage gekommen. Aber dafür waren dann auch andere Sachen eher klar, dass ich das mache. Also ich bin Sozialarbeiterin und aufgrund von meinen Erfahrungen habe ich gedacht, okay, ich gehe eher in den sozialen Bereich. Ja. Ja, ist doch schön, dass du auch was gefunden hast, was zu dir gut passt. Ja, dann erstmal schon mal vielen Dank für eure persönlichen Erfahrungen und wir würden gerne noch ein bisschen über Prävention und Intervention mit euch sprechen und dazu übergebe ich nochmal an den Finn. Danke. Bianca, gibt es Stellen, wo man sich als Person hinwenden könnte, die benachteiligt wurde oder was könnte die Person dann tun? Also ich würde da jetzt erstmal sagen an Freunde und Familie, weil die ja einen am besten kennen und ich glaube, was man als erstes tun kann, halt erstmal der Person zuhören und versuchen darüber zu sprechen, was jetzt war, weil ich glaube, dass man sich im ersten Moment als Beeinträchtigter über die Situation ziemlich aufregt und dass dann ein Gespräch mit einer vertrauten Person dann schon helfen kann. Und was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit Behinderungen in der Gesellschaft anerkannt werden? An dem Wort Behinderung dran arbeiten. Also mich persönlich stört das total. Ich habe halt auch einen Schwerbehindertenausweis, finde ich ganz schlimm, dass das so da drauf steht. Also das ist meine persönliche Meinung jetzt. Weil natürlich, es behindert mich in Anführungszeichen ein bisschen in meinem Alltag, aber mich stört es halt, weil es in einem negativen Kontext verwendet wird, was die Gina auch eben gesagt hat. Das finde ich jetzt da nicht ganz so passend. Es sollte so einen positiveren Aspekt haben. Also ich finde es jetzt auch nicht ganz so cool, wenn gesagt wird, es sind Menschen mit Besonderheiten, weil macht mich das besonders? Ich glaube halt nicht. Also sehe ich persönlich nicht so. Ich denke halt, ich bin ein normaler Mensch und so würde ich halt auch gern behandelt werden. Es sollte eine größere Akzeptanz halt einfach in der Gesellschaft geben. Es ist immer noch so, dass man so ein bisschen an den Rand gestellt wird und da sollte man was dran ändern. Hört sich sehr gut an, was du sagst. Jetzt Frage an China. Wie sollten sich Pädagoginnen verhalten, um ein Klima ohne Diskriminierung zu schaffen? Ja, also erstmal Bianca, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde, das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte gerne wirklich antidiskriminierend wirken, dann wirke ich das immer. Und zwar nicht nur in einem besonderen Fall. Und
Und das ist dann halt wirklich der Punkt. Also alle Menschen quasi so sehen, wie sie sind. Das ist schon mal so der erste Punkt. Und auch einfach kein Problem damit haben, auch einfach nachzufragen. Das klingt immer so basal. Ich kriege es aber jetzt gerade halt jetzt in meinen Stunden halt an der anderen Schule, an der Regelschule auch teilweise mit, dass man das einfach vergisst. Das ist noch nicht mal böse gemeint. Oder dass man halt wirklich Menschen positiv diskriminiert, indem man davon ausgeht, dass sie das ja bestimmt nicht können oder dass ich einfach Sachen für andere Menschen mitentscheide, damit ich sie ja gar nicht belasten muss oder damit gar nicht konfrontieren muss. Das sind alles Sachen, auch wenn ich das total gut meine, die halt wirklich diskriminieren. Das heißt, es ist immer gut, offen damit umzugehen. Und wenn ich mal sage, ey, entschuldige, ich muss dich das jetzt mal ganz kurz fragen, wie sieht denn das jetzt aus? Wir möchten gerne das und das machen. Ist das, also kannst du das entsprechend mitmachen oder beziehungsweise können das halt alle machen? Was haltet ihr denn davon? Und Menschen dann auch so zu, ja, so zu fördern und auch einfach ein solches Verhältnis, quasi so vertrautes Verhältnis aufzubauen, dass man das auch selber sagen kann, ist ja auch gar kein Problem, weil ich meine, ich sage jetzt, ich mache ein Mathe-Spiel in meiner Klasse und da müssen die am Anfang immer alle aufstehen. Ich habe aber zwei Schülerinnen im Rollstuhl. So, und jedes Mal sage ich, ja so, und jetzt stehen alle auf und dann lachen die mich schon wieder aus und sagen, ja, wir halt nicht, wir schieben uns zurück, ne, Frau Penz. Das ist gar kein Problem, es muss genau so ein Verhältnis geben, ne, dass man halt weiß, natürlich kann ich das sagen, wenn was für mich nicht geht, das soll aber jeder Mensch sagen können und nicht nur genau diese eine Person. Das ist halt ganz, ganz wichtig und von daher ist diese Toleranz ganz, ganz wichtig. Und zum Schwerbehindertenausweis, da gab es ja jetzt auch einen Preis für den Schwer-in-Ordnung-Ausweis. Das ist wirklich teilweise so ein bisschen Stigma. Und ich habe eine Schülerin, die hat einfach unfassbar tolle Sprüche drauf. Sie stellt sich vor als schwerbehindertes Ausweiskind. Das finde ich auch echt schön. Wo sie dann immer sagt, ja, ich bin halt ein schwerbehindertes Ausweiskind, weil sie halt diesen Ausweis hat, weil sie schwerbehindert ist. Das also so, beziehungsweise weil er sie auch schwerbehindert. Das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber genau mit diesem Stigma muss man halt aufpassen. So ein bisschen Segen und Fluch. Natürlich hat man dadurch viele Möglichkeiten. Gleichzeitig ja, ist ja auch dann ein Punkt, um halt gegen Diskriminierung vorzubeugen, gibt es ja auch ganz viele Nachteilsausgleiche oder so und Förderungen. Gleichzeitig führt es dann aber auch dazu, dass ich vielleicht jemanden stigmatisiere und vielleicht auch, wie gesagt, positiv diskriminiere, weil ich halt auch versuche, Menschen zu bevormunden. Und ja, genau, im Rahmen um Diskriminierungsfreiheit ist halt immer dieses offene Verhältnis, auch ein gutes Vertrauensverhältnis, ganz, ganz wichtig und zwar zu allen, für alle Bereiche. Was können Pädagoginnen und Gruppenleiter tun, damit sich Kinder mit Behinderungen wertgeschätzt fühlen? Das baut darauf auf. Man kann halt auch wirklich zeigen, dass man es versucht, dass man gerne sagt, okay, wir sind offen, wir versuchen Sachen. Ich höre ganz oft, dass man sagt, ja, bei uns geht das nicht, weil wir sind ja in der ersten Etage, wir sind ja Treppen, wir haben leider keinen Aufzug, wo ich mir denke, ja, das heißt aber nichts. Also selbst mit einer Körperbeeinträchtigung, selbst mit einer Gehbehinderung oder Gehbeeinträchtigung heißt das nicht, dass man deshalb zwingend im Rollstuhl sitzen muss. Und dann einfach zu zeigen, hey, wir sind tolerant, wir sind offen, wir kümmern uns um Themen und vielleicht werben wir auch genau bei dieser Zielgruppe. Ich habe gerade schon gesagt, es ist auch manchmal sehr schwierig, die Schulen, wenn ich jetzt an einer Förderschule bin, haben die ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Das heißt, da könnte man auch nochmal gezielt werben und sagen, hey, für alle die in Stadt XY wohnen, gebt denen doch mal den Flyer. Oder wirklich zu sagen, wir sind offen, wir sind tolerant und egal, was du für ein Mensch bist, solange du Bock hast, dich für uns zu engagieren, dann machen wir das möglich. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Also man muss sich halt jetzt nicht vorstellen, dass man sagt, ja, wir machen alles möglich und dann kommen alle Menschen an.
das ist halt auch ein Prozess und das dauert. Und da geht es auch viel auch wieder über persönliche Kontakte und über mal sprechen, sich vorstellen, um das dann auch wirklich ja, gemeinsam halt hinzubekommen. Aber das ist, glaube ich, auch der erste Schritt, das dann auch wirklich nicht nur machen zu wollen, sondern auch entsprechend zu zeigen. Und das ist, glaube ich, langfristig, führt das dann halt entsprechend auch zu Erfolg. Und was wünscht ihr euch beide für die Gesellschaft? Ja, wie eben schon gesagt, also ich würde mir mehr Akzeptanz wünschen, dass es einfach normal in Anführungszeichen ist, dass man eine Beeinträchtigung hat, egal ob es jetzt körperlich oder kognitiv oder so die Richtung ist, dass man mehr Möglichkeiten hat. Also das fängt ja schon damit an, mit dem Bus fahren oder so, dass für manche schon die Schwierigkeit ist, dann in den Bus einzusteigen, dass man da einfach ein Verhältnis schafft, dass man ganz normal gesellschaftlich teilnehmen kann, ohne so eine Sonderstellung zu haben. Ja, das sehe ich auch so. Also man braucht wirklich mehr Toleranz und auch Mut zur Offenheit insofern, um dann einfach auch mit den Menschen, mit allen Leuten dann gemeinsam zu reden und nicht über sie. Und mehr solche Formate wie halt diesen Diversity Talk zum Beispiel. Und insgesamt gesellschaftlich würde ich mir halt wirklich diese Offenheit und diesen Wunsch, auch was zu verändern, auf allen Ebenen wünschen. Also wirklich auch auf allen politischen Ebenen, wo man sich damit beschäftigt, was möchten denn die Leute? Und ganz oft, so wie Bianca gerade gesagt hat, es geht um ganz banale Dinge. Es geht wirklich bei gesellschaftlicher Teilhabe darum, dass ich halt wirklich selbstbewusst von A nach B oder ohne Probleme von A nach B fahren möchte. Und das sind keine großen Sachen, in Anführungszeichen, die man dann auch ändern muss. Man muss es einfach nur wollen. Und dieses Wollen und auch mal nachfragen, sich darum kümmern, ist in meinen Augen halt ein sehr, sehr großer, essentieller Punkt. Ja, dann vielleicht abschließend noch eine Frage, die uns als Verband natürlich auch interessiert. Wir sind ja hier vom Jugendrotkreuz und wichtig wäre noch für mich zu wissen, was können wir denn als Jugendverband tun, um Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung mehr zu stärken und natürlich auch Inklusion zu fördern? Gina, vielleicht magst du antworten und Bianca ergänzt. Total gerne. Sich weiter solche Fragen zu stellen. Also genau das finde ich unfassbar wichtig, zu durchgehen, zu überlegen und zu reflektieren, was haben wir denn jetzt schon getan und was können wir noch weiter tun? Und zwar nicht nur alleine, sondern auch entsprechend mit der Zielgruppe, die wir gerade ansprechen wollen. Und zwar dann auch mit allen. Wenn ich sage, ich bin für Kinder und Jugendliche zuständig, dann meine ich auch alle Kinder. Wir betonen das ja sogar. Und dann ist es halt wichtig, auch alle Kinder anzusprechen oder zu gucken, wie kann ich mir denn auch gezielt dann junge Menschen suchen, zum Beispiel wie Bianca, um zu sagen, Bianca, wie siehst du denn das? Was sagst du denn zu dem und dem Thema? Jetzt einfach als Expertin in diesem Gebiet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass durchgehend solche Reflexion, solche Gespräche, vor allem in solchen Formaten, wo auch sehr viele dann teilnehmen können, da auch wirklich dann dazu führen, dass man auch es schafft, eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Und das ist unsere Verantwortung. Und die sollten wir auch durchgehend dann so ausfüllen und machen. Ja. Ja, genau. Also einfach offen bleiben und da sich halt ja weiter Gedanken machen, was man halt machen könnte und offen die Thematik halt ansprechen. Super, vielen Dank schon mal für eure Einschätzung. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und es gibt tatsächlich noch eine Zuschauerfrage. Und zwar lautet sie, gibt es etwas, was ihr Menschen mit Behinderung empfehlen würdet? Vielleicht könnt ihr auch beide darauf antworten.
sich nicht unterkriegen lassen, das, was man halt machen möchte, halt zu machen, weil, ja, wie gesagt, man weiß halt am besten, was funktioniert, und sich nicht einreden lassen, dass man jetzt irgendwas nicht kann, weil solange man es nicht ausprobiert hat, weiß man es ja halt nicht, ob es funktioniert, und einfach so sich selber treu bleiben. Ja, da möchte ich gar nichts empfehlen. Ich würde mich Bianca voll und ganz anschließen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Super, das war jetzt auch ein super Schlusswort, Bianca. Also wir können uns da auch, glaube ich, alle anschließen. Und wir stehen da als Jugendrotkreuz im Saarland auch absolut dahinter. Und ich hoffe, dass alle unsere Zuschauer das auch tun. Und möchte alle bestärken. Seid ihr selbst. Probiert Sachen aus. Ihr könnt alles hinkriegen, was ihr wollt. Ja, damit sind wir jetzt leider schon am Ende unseres Talkes. Ich möchte mich ganz doll bedanken, natürlich bei Bianca und Gina, dass ihr heute bereit wart, hier als Experten mit uns zu sprechen und euch unseren Fragen zu stellen. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei Finn, meinem Mitmoderator, und bei dem ganzen Team, was im Hintergrund die Technik und die Fragen und all diese Dinge managt. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer alle dabei seid. Wie immer gibt es jetzt an der Stelle noch den Hinweis auf unseren YouTube-Kanal, JK Saarland. Könnt ihr uns gerne folgen, abonnieren. Und hier findet ihr auch noch mal alle Talks, die wir bis jetzt gemacht haben, und noch ein paar andere Videos. Also wenn ihr es heute spannend fandet, guckt da einfach mal vorbei. Schaut, was wir sonst noch für Themen besprochen haben. Wenn ihr natürlich ein Thema nicht findet, was ihr euch interessiert, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir wollen den Talk nämlich weitermachen, sind immer auf der Suche nach neuen Themen. Unser nächster Talk wird stattfinden in einem Monat, am 11.12. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, und wir sehen uns. Tschüss!